Mona ist syrische Muslimin aus Aleppo. Simon Jakob, syrisch-orthodoxer Christ. Beide leben schon lange in München. Heute verabreden sie sich am Tollwood-Weihnachtsmarkt. Vor Weihnachten überlegt sich Mona immer etwas Besonderes für ihren guten Freund. Für mich immer eine wunderbare Geste und hat mir letzten Endes eigentlich gezeigt, dass wir alle Menschen sind und es um Menschlichkeit geht, vor allem bei Weihnachten, unabhängig davon, an was wir glauben. Beide sind schockiert über den Terroranschlag in Berlin. Mona fühlt sich in Deutschland aber sicher, ganz anders als ihre Familie in Aleppo. Vor ein paar Wochen hat dort eine Splitterbombe ihren kleinen Neffen getötet. So viele Bomben kann man nicht laufen und die weiß nicht, wo kommt die Bombe, von dieser Seite oder dieser Seite. Die Weihnachtsüberraschung geht in Monas Wohnung weiter. Hier wohnt sie mit ihrem Mann, der noch in der Arbeit ist, und den drei Kindern. Für Simon Jakob macht sie Knefe, einen süßen Milchreis. Den gibt es in Syrien traditionell an Weihnachten. Dass eine Muslimin ihn, den Christen, zum Weihnachtsessen einlädt, ist für ihn nichts Außergewöhnliches. Die Region um Syrien herum ist eigentlich eine eher multireligiöse, liberale Region, in der die Menschen überhaupt kein Problem damit hatten, gemeinsam ihre Feste zu zelebrieren, sich zu besuchen und auch gemeinsam Weihnachten zu feiern. Simon Jakob hat auch versucht, Mona zu helfen. Als Mitglied im Zentralrat orientalischer Christen konnte er ihre muslimische Familie auf eine kleine Liste für Härtefälle setzen. Monas Eltern könnten jetzt jederzeit kommen, wenn sie endlich aus Aleppo rauskämen. Doch im Moment ist sogar das Telefonieren schwierig. Hallo? Hallo? Hamoudi? Hallo? Weg. Auch ihre 16-jährige Tochter Maram ist besorgt. Und es tut halt weh. Vor allem halt mein Opa, meine Oma waren halt so mein Liebling. Nur Kurznachrichten funktionieren. Monas Eltern und Geschwister haben auch Bilder von ihren zerstörten Wohnungen geschickt. Doch das ist noch nicht einmal das Schlimmste. Meine Schwester, die weiß nicht, wo ist sie. Ihre Kinder auch. Zwei Kinder weiß nicht, wo ist sie. Ich habe auch andere Schwester auch, die weiß nicht, auch ihrer Sohn, wo ist sie auch. Niemand weiß, wo ist sie, die Kinder, fast 2 Jahre jetzt. Die vermissten Kinder zu finden, die Familien aus Aleppo rausholen zu können. Das wäre nicht nur für Simon ein Weihnachtswunder, sondern auch für die Muslimin Mona.